Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 1. Ups, sorry, war ich nicht. Wir wollen heute den Mord einleiten. Ich sollte mal kurz meinen Ton ausmachen, also auf meinem PC. Ist ein bisschen blöd, wenn man das Ganze doppelt hört. Du dreckiger Dieb, dafür hacke ich dir die Hände ab. Hilfe, da will keiner helfen. Ihr wagt es vor meinen Hab ich Augen Messer? Zu stehlen? Ich hab Messer. Kostet euch euren Hals. Ich habe nicht. Keine Ahnung, ob ich ihn getroffen habe. Ich weiß es nicht. Hier wirst du sterben. Wo ist der? Ich komme! Ich habe diese Person umgebracht. Ich habe mich abschütteln zu können. Dingwies! Oh Gott! Die sind ja schon da. Oh, ich hasse es, wenn die zu, langsam zuschlagen. Ne? Ich kriege das nie auf die Reihe. Na komm. Wo läufst du hin? So, dann schlagen wir halt noch mal ein bisschen mehr zu. Sonst dauert mir das zu lange mit dem Kampf. Ach komm, ich wollte dich doch nur abwerfen. Ha! Er hat langsam zugeschlagen, aber ich habe ihn getroffen. Kann nicht sehen, der Typ ist im Weg. Mann, verzieh dich, genau du. Mann, rennt er mir einfach im Weg rum. Soll ich sehen, wann er zuschlägt? Oh, ich dachte, er wollte fliehen. Verzieh dich. Schlage ich dich zusammen. So, Reinitialisierung. Ich denke, ich sollte euch danken. Aber denkt nicht, dass ich es nicht auch alleine geschafft hätte. Trotzdem habt ihr recht gehandelt. Ich werde versuchen, den Gefallen zurückzugeben. Das hättest du auch alleine geschafft. Na Mädel, das bezweifle ich aber, alter Schwede. Wer ist dafür verantwortlich? Ich nicht. Bin auch mal weg. Oh. Ich brauche meine Messerchen wieder. Ah, den kann ich nicht beklauen. Nein, bin ich nicht. Ah, gut, mach ich dich kaputt. Das wird böse. Na komm. Schlag doch zu. Er war so erschrocken, dass er nicht mehr geblockt hat. Easy. Hä? Ah, ich wollte schon sagen, wieso hört es nicht auf? Alle tot, weißt du? Irgendwer sucht mich. Ich bin kein Mörder. Ich werde dich für diese Frechheit töten. Wo ist er? Da rennt er. Ich werde dich umbringen, mein Freund. Wache, er hat jemanden getötet. Ich hab's gesehen. Ja? Gleich wirst du nichts mehr sehen. Komm her. Komm. Komm. So. Selber schuld. Mich verpetzen, ne? Oh. Okay. Wo ist unser Mittelsmann? Ach so, da hinten. Da versteckt er sich hinter dem anderen Symbol. Ihr wagt es vor meinen Augen zu stehlen? Soll ich nochmal? Ach, weißt du was? Geht ja schnell, ne? Geht ja schnell. Na komm, stirb einfach. So, noch den letzten hier. Ah, da kommt noch einer. Au. Das war aber nicht so nett, mich zu schlagen. So. Gott sei Dank, ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurem Opfer erfahren. Oh, jemand, der nur ganz wenig redet. Sauber. Ich hasse diese langen Geschichten, ne? Oh, ich wollte dich umschubsen. Ja. Ich merke euch alle nicht. Noch eine Mission und dann haben wir alle Nebenmission gemacht. Also Bürger retten. Cool. Wahrscheinlich, aber nur wahrscheinlich nur in diesem Abschnitt der Stadt. So. Alter, ihr. Was führt euch so bald wieder zu mir? Ich habe mich mit Wissen gewappnet, wie befohlen. Sprecht und ich werde urteilen. Wilhelms Heer ist groß und viele nennen ihn ihren Herrn. Aber er hat auch Feinde. Er und König Richard sind sich nicht wohlgesonnen.
Wohl wahr, sie standen sich nie nahe. Das gereicht mir zum Vorteil. Richards Besuch hat ihn erregt. Wenn der König aufbricht, zieht Wilhelm sich in die Festung zurück, um nachzudenken. Er wird abgelenkt sein. Genau dann schlage ich zu. Seid ihr dessen sicher? So sicher ich nur sein kann. Und wenn die Dinge sich ändern, passe ich mich an. Dann gebe ich euch freie Hand. Beendet das Leben von Montferrat und befreit diese Stadt. Okay. Ich kehre zurück, wenn die Tat vollbracht ist. Ich hätte keine Schokolade essen sollen gerade. Spule vor. Ich hab so einen trockenen Mund. Kleinen Moment. Boah. So. Ich sag euch, Freunde. Diese Oreo-Schokolade, die ist so süchtig machend. Ich hab gerade nicht mal gemerkt, dass ich Schokolade gegessen habe. So. Dann auf zu unserem Ziel, würde ich sagen. Dafür müssen wir hier lang. Der scheint es einig zu machen. So, wo müssen wir genau hin? War das... Ach, müssen wir vielleicht da unten hin? Was wir auf der Karte mal gesehen haben? War das hier nicht die Karte? Muss ich verarschen? Ah. Ah, wusste ich's doch. Da müssen wir hin. Wir werden auf jeden Fall diesen Turm vorher einnehmen. Einfach nur, um, ja, die Karte zu sehen, ne? Kann ja nicht schaden. Huch. Einfach mal so eine Flagge mitgenommen, zwischendurch mal. Das wollte ich doch gar nicht. Oh, der fliegt runter. Oh Gott, ich fast auch. Oh Gott. Ist da ein Templer? Nö. Aber... Ihr wagt es vor meinen Augen zu stehlen? Das kostet euch euren Haar. Stirb du hier. Ach, schade. Wie habe ich das damals mal gemacht? Ich weiß, dass ich jedes Mal abgestochen habe. Mindestens zwei habe ich immer abgestochen damals, aber ich kann mir nicht erklären, wie ich das damals mal gemacht habe. Weil die blocken ja sofort. Jetzt greift doch den anderen an. Den da, genau. Ah, toll, jetzt steht er wieder. Danke, Alter, ihr. Einfach danke. Danke euch. Danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen, das schwöre ich. Ja, sehr schön. Das wäre eine Mission 15, oder nicht? Was hat mir das eingebracht? Ach, ah, wir haben einen Energiebalken mehr bekommen, einen Lebensbalken. Das war das. Ich wollte schon sagen, ist das miese Gebäude von gestern. Wir haben übrigens, für alle, die nicht weiter geguckt haben als 27 Minuten, wir haben das Gebäude noch besteigen können. Da bin ich sehr stolz drauf, dass ich es noch geschafft habe. Obwohl ich hätte die Steine echt früher sehen sollen. Es war schon recht simpel. Aber ja, kann man alles vorher nicht wissen, ne? Hey, das macht Spaß! Was will die denn dafür? Nous obéissons, Seigneur. Le seul, l'unique. Bitte, ihr tut mir weh. Aus dem Weg. Le Seigneur me donne la. Haha. Zwei abgestochen. Wie ich gesagt habe. Oh, natürlich, ich kann nichts sehen. Und warum hängst du da in der Ecke? Der wollte mich gerade packen, der Arsch. Ach komm! Du bist auch kein Templer, ne? Ne, der hat kein Kreuz auf der Brust. Jetzt, entweder schlag du zu oder ich schlag zu, ey. Hm.
Ja, ich habe auf jeden Fall verloren, ja. Überall Leichen von euch, aber ich habe verloren. Hörst du mal auf, im Kreis zu laufen? Du machst dich wahnsinnig. Alter Schwede. Gott. War das der letzte? Ich hoffe es. Doch riskiere ich besser nichts und eile heim. Und ich wette, dass ich es für eine Weile nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Das werde ich euch nie vergessen. Da läuft er wie so ein aufgeschrecktes Huhn die ganze Zeit im Kreis. Ein Mörder läuft frei herum. So, und da oben befindet sich also der nächste Turm, den wir haben möchten. Ob er wohl einen Grund für seine Taten hat? Was? Okay. So, jetzt aber. Also ich wollte gar nicht auf diesen Turm rauf. Naja gut, egal, zu spät. Jetzt gehen wir den Turm halt rauf. Ich dachte, wir wären schon da, wo wir sein wollten. Hallo. Er guckt dich mal hin. Ist auch noch gefallen. Ach, ich liebe es. Ich liebe Assassin's Creed dafür. So, wo ist jetzt der Ausgang? Da. So, ich würde mich freuen, wenn wir unterwegs noch einen Gauner sehen, den wir beklauen können. Das wäre echt schön. Ein Wurfmesser hätte ich doch bei diesem Auftrag schon. Ihr habt ja gesehen, bei den letzten beiden Aufträgen waren Wurfmesser doch schon recht nützlich. Gerade weil wir den Typen aufhalten konnten, dass er nicht wegrennen konnte. Oh. Ihr habt ja nichts zu suchen. Geht. Kein Problem, ich gehe gleich sofort. Aber zuerst töte ich dich. Ich habe 5 Wurf. Oh, ich habe Messer. Cool. Das ist natürlich eine ganz andere Nummer. Und schon wären wir bei unserem Missionsauftrag. Meine Familie. Oh, ich hätte die gerne umgebracht. Tausend Seelen, Wilhelm. Ich dachte, es wären Gefangene, die gegen unsere Männer eingetauscht werden sollten. Die Sarazenen hätten ihren Teil der Abmachung nicht eingehalten. Ihr wisst es. Ich tat euch einen Gefallen. Oh ja. Einen großen Gefallen, fürwahr. Jetzt sind unsere Feinde noch fester in ihrer Überzeugung und werden noch entschlossener kämpfen. Ich kenne unseren Feind. Er ist nicht gestärkt, sondern von Angst erfüllt. Sagt mir, wie kommt es, dass ihr unseren Feind so gut kennt? Ihr, der ihr das Schlachtfeld verlassen habt, um Ränke zu schmieden. Ich tat, was recht war, was billig war. Ihr habt geschworen, das Werk Gottes zu verrichten. Aber das sehe ich hier nicht. Nein, ich sehe einen Mann, der es mit Füßen tritt. Eure Worte sind höchst ungnädig, mein Lehnsherr. Ich hoffte, ich hätte mir inzwischen euer Vertrauen verdient. Ihr seid der Regent von Akkon, Wilhelm, um in meinem Namen zu regieren. Wie viel mehr Vertrauen erwartet ihr? Wollt ihr vielleicht meine Krone? Ihr verfehlt den Sinn, aber das tut ihr ja immer. So gerne ich auch meine Zeit mit Wortgeplänkeln vergeuden würde, ich habe einen Krieg zu führen. Wir setzen das ein anderes Mal fort. Dann lasst euch nicht aufhalten. Eure Hoheit. Oh Gott, ich... Wie es aussah, wie er weggeritten ist. Die neue Welt wird für Leute wie ihn keine Verwendung haben. Gebt Wort, dass ich mit den Truppen sprechen will. Wir müssen sicher sein, dass jeder seine Pflicht erfüllt. Warnt sie, dass jede Nachlässigkeit aufs Schwerste bestraft wird. Ich bin heute nämlich nicht zum Spaßen aufgelegt. Ja, mein Herr. Der Rest von euch, folgt mir. Okay, den müssen wir anscheinend umbringen. Frage ist, wie kommen wir da rein? Habst du das Gefühl, dass die Tür bewacht wird, oder? Wir können es gerne testen. Aber wir können auch einfach irgendwo rüberklettern.
Und wir sind ein Assassine. Das sieht doch gut aus. Na, komm. So, dann hier rüber. Das war, denke ich mal, den wir gerade gesehen haben, der König, der sich derzeit im Krieg befindet mit ich weiß nicht wem. Das wurde mir noch nicht so ganz erklärt. Und der Typ, den wir töten müssen, der ist also nur hier, um die Stellung zu halten, ja? Nein! Och Mann, wie hast du das gehört? Oh oh. Sag mal, wie lange willst du noch sterben? Ich habe gar nicht gesehen, dass da noch mehr sind. Okay, hier sind überall Wachen. Und wir sollen anscheinend zu diesem Turm darüber, ne? Vermute ich jetzt mal. Moment mal. Ja, das ist der Turm. Und da oben ist auch ein Krähennest, das heißt, wir können da ganz hochklettern. Frage ist nur, wie? Ups, falsche Richtung. Ja, gut. Gehen wir hier runter. Macht nichts. Wir gehen einfach hier an der Seite vorbei. Sammelt euch und hört, was ich euch zu sagen habe. Ich habe mit dem König gesprochen und bringe schlimme Kunde. Er beschuldigt uns, unsere Pflicht verletzt zu haben. Er erkennt nicht, was wir für das Wohl unserer Sache getan haben. Welch Schande! Was weiß er denn schon? Er irrt sich! Ruhe, Ruhe! Hütet eure Zungen. Ja, er irrt. Aber seine Vorwürfe entbehren auch nicht jeder Grundlage. Es ist leicht, bei einem Rundgang hier Fehler zu finden und Mängel zu erblicken. Nicht runterrutschen, nicht runterrutschen. Ich fürchte, wir sind faul und träge geworden. Nein, wir sind euch ergeben. Warum sagt ihr das? Ich sehe, wie ihr übt. Euch fehlt es an Hingabe und Beharrlichkeit. Ihr schwatzt und spielt und euch übertragene Pflichten werden schwerlich oder gar nicht erfüllt. Das endet am heutigen Tag. Ich lasse mich nicht weiter von ihm erniedrigen, ob ihr mir zustimmt oder nicht. Und das solltet ihr. Es ist eure Schuld. Ihr habt Schande über uns gebracht. Geschick und Entschlossenheit haben uns Akkon gewonnen. Und sie werden erforderlich sein, um es zu halten. Ich war nachsichtig. Aber jetzt nicht mehr. Ihr werdet härter und öfter üben. Verpasst ihr dadurch ein Mahl oder eine Nachtruhe, dann ist es so. Und solltet ihr euch vor dieser Pflicht drücken, werdet ihr die wahre Bedeutung des Wortes Disziplin kennenlernen. Führt sie vor. Wenn ich ein Exempel an euch statuieren muss, um Gehorsam zu erlangen, dann soll es so sein. Ihr werdet beschuldigt, auf Wache gehurt und getrunken zu haben. Was habt ihr zur Verteidigung vorzubringen? Mein Herr, bitte, wir dachten uns nichts dabei. Wir haben uns vergessen. Es kommt nicht wieder vor. Nein, sicher nicht. Ungehorsam breitet sich aus wie eine Seuche. Er soll ausgerissen und getilgt werden, auf dass eine Ausbreitung verhindert werde. Habt ihr mich verstanden? Ja, mein Herr. Natürlich. Zu eurem Befehl. Gut, gut. Dann kehrt zurück auf eure Posten, erfüllt von neuem Pflichtbewusstsein. Seid stark, seid auf der Hut und wir werden obsiegen. Zaudert? Und ihr werdet das Schicksal dieser Männer teilen. Dessen seid euch sicher. Wegtreten! Die Ratte bildet einfach seine eigenen Leute. Dafür bin ich doch zuständig. Ich darf die Leiche nicht runterwerfen. Wie komme ich da runter, ohne dass er das bemerkt? Ah.
Von wem wurde ich gerade gesehen? Was ist der Typ da? Ja, gehen wir mal die Leiter runter, ganz klar. Wenn ich hier runtergehe, ne? Keine Ahnung, wer mich sieht. Aber wir müssen halt runtergehen. Scheiß drauf. Ha! Erwischt! Ruht aus. Eure Ränke sind gescheitert. Was wisst ihr von meinen Plänen? Ich weiß, dass ihr Richard töten und Akon für euren Sohn Konrad gewinnen wollt. Für Konrad? Mein Sohn ist ein Taugenichts und kaum fähig, sein Heer zu führen, geschweige denn ein Reich. Und Richard? Der Orchanon ist nicht besser. Geblendet von seinem Glauben an ein Trugbild. Akon gebührt keinem von ihnen. Wem dann? Die Stadt gehört dem Volk. Ihr erdreistet euch, für das Volk zu sprechen? Ihr nehmt ihnen die Nahrung, schindet sie ohne Gnade, zwingt sie in den Frondienst für euch. Alles das geschah, um sie für die neue Welt vorzubereiten. Ich nehme ihnen die Nahrung? Nein. Ich nahm sie in Verwahrung, damit sie in schlechten Zeiten wohl rationiert werde. Schaut euch um. In meinem Bezirk gibt es keine Missetaten, außer denen, die von euresgleichen verübt werden. Und der Heeresdienst? Sie werden nicht für den Krieg ausgebildet. Wir lehren sie allein die Vorzüge von Ordnung und Disziplin. Das kann schwerlich Unrecht sein. Für wie ehrenhaft ihr eure Absichten auch halten mögt. Eure Taten sind grausam und müssen enden. Wir werden sehen, wie süß die Früchte eurer Arbeit sein werden. Ihr befreit die Städte nicht, wie ihr glaubt, sondern ihr verdammt sie. Und am Ende tragt nur ihr die Schuld dafür. Ihr, der ihr von guten Absichten sprecht. Das ist auf beiden Seiten so, ne? Beide denken, die tun etwas Gutes und beide haben dafür eigentlich keine Lösung. Ist halt einfach so. Jetzt lass mich klettern. Ich will nur den Turm hoch. Wenn ich schon mal hier bin. Okay, ist hier irgendwie ein Leiter oder so? Ach nein. Ich könnte jetzt auch einfach alle umbringen, aber nö. Heute mal nicht. Hallo jeder. Ach, hier kommen wir hoch, ne? Nein! Festhalten. Bitte werft nicht nochmal einen Stein. Das ist nicht nett. Hier kann ich mich nirgendwo festhalten. Ich glaube, ich hab's geschafft. Warte, wir gehen hier hoch, springen nach links und klettern so hoch. Ha! Ich bin ein Genius! Na komm, wir haben es doch gleich. Jetzt müssen wir quasi nur noch ein paar Steine finden. Oder das Fenster hier, das Fenster sieht auch ganz gut aus. So, geschafft. Da ist wieder das Meer. Was ja wie total leer aussieht, ne? Gut, Freunde, ich würde sagen, wir verabschieden uns für heute von Assassin's Creed. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss. Wie aufgescheuchte Hühner.